Hola, ich habe ein Rebuy-Unpicking für euch. Ich war leider etwas voreilig und habe schon reingeschaut, weil ich neugierig war. Obendrauf liegt dann der dritte Band von Trudy Canavan, das Zeitalter der Fünf. Ich habe, wie man hier im Hintergrund sieht, die Rebellen, die Novizin und die Meisterin. Ich habe diese Reihe sehr, sehr geliebt von ihrem Schreibstil her und deswegen habe ich jetzt den dritten Teil endlich. Ich habe schon eins und zwei. Sieht sogar relativ in Ordnung aus von der Qualität her. Leider fehlen hier so ein paar Sachen. Aber es ist immerhin das alte Cover und nicht das neue, was ich unbedingt haben wollte. Dann haben wir hier den zweiten Teil von Diana Gabaldon von der Highland-Saga. Ich habe schon Teil 1, bin jetzt allerdings noch nicht so weit, weil das ist ein richtiger Schinken, genauso wie beim 2. Ich bin wahrscheinlich jetzt so bei Seite 150 oder so. Ja, wobei ein bisschen mehr könnte es sein, 200 wahrscheinlich. Und ich bin überrascht, weil ich habe das andere Buch, das in den ersten Teil habe ich dreimal bestellt bei Rebuy und Mediumops, ja, weil die Qualität mir einfach nicht zugesagt hatte. Es hatte so viele Leserillen, es hat überhaupt keine. Dann war zwischendurch eine Ecke einfach ab von hier oben und es war angemalt und innen drin war irgendwie Schimmel oder so und das war alles der Zustand sehr gut, beziehungsweise wie neu und das fand ich einfach nicht in Ordnung. Und habe dann einfach dreimal das gleiche Buch bestellt, bis irgendwann mir die Qualität zusagte. Und dieser Band hier ist tatsächlich so, dass er mir direkt zusagt. Dann geht es weiter. Ich bin momentan dabei, die Chroniken von Narnia weiterzulesen. Das hier ist Band 5, wenn ich richtig liege. Band 4. Das Problem hierbei ist leider, dass ich die Fantasy-Edition möchte. Das ist die wunderschönste Version, meiner Meinung nach. Und die wird halt einfach nicht mehr hergestellt. Also muss man schauen, dass man... Die ist nämlich innen drin auch in der Farbe geschrieben, die hier außen drauf ist, also lila. Und die muss man erstmal finden, bis man sie überhaupt bekommt, weil die wird nicht mehr hergestellt, wie gesagt. Und ich finde die einfach schöner. Und die hier ist tatsächlich ohne Leserillen und ein, zwei Katscherin, das ist ein bisschen auseinanderfallen. So, aber oh mein Gott, das macht mir jetzt auch nicht wirklich was aus. Für 2005 und ist gebraucht, super. Dann hatte ich mir noch die erste Staffel von The Originals bestellt auf DVD, weil... Ich habe sie bisher nur auf Netflix gesehen und bevor Netflix sie irgendwann löscht, möchte ich sie gerne auf DVD haben. Hat 5 DVDs innen drin und ist die komplette erste Staffel. Hat ein paar Katscher auf dem Cover drauf, sieht man das so ein bisschen. Da so ein bisschen, aber macht mir auch nichts. Zur Not kann man ja immer noch einfach die Hülle tauschen. Dann als nächstes haben wir die Feuerkämpferin Teil 1. Dieses Buch sieht einfach aus, als wäre es nie gelesen worden. Es hat auch eine wunderschöne Karte innen drin. Ich liebe das bei Büchern. Ja, ich habe mir Teil 1 geholt, weil ich mir auf der Roleplay Convention in Köln Teil 2 geholt hatte. Den gab es nämlich da ziemlich günstig für. Den kriegt man normalerweise mittlerweile nur noch für 15 Euro oder so. Und ich habe den, glaube ich, für 2 bekommen. Und dann brauchte ich natürlich, um die Reihe anzufangen, Teil 1. Und Teil 1 war jetzt auch sehr günstig bei Rebuy. Den habe ich mir, glaube ich, auch in wie neu geholt, war der Zustand. Und der ist definitiv wie neu. Dann habe ich hier noch Die Nebel von Avalon. Das war ein Märchen, was ich unbedingt mal lesen wollte. Märchen, Erzählung, wie man das auch sagen möchte, um König Artus. Da war mir der Zustand auch relativ egal. Ist auch einfach super krumm gelesen, ziemlich vergilbt, hat Leserillen ohne Ende. Aber man kann die Geschichte lesen. Das war es mir wert. Hat, glaube ich, auch nur nicht mal 1 Euro gekostet. Also ist das schon sehr gut. Und das letzte Buch, was ich noch hier drin habe, ist City of Bones, Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare. Das ist Teil 1 im Hardcover. Ich habe die gesamte Reihe schon gelesen und hatte mir den ersten Teil von einer Freundin ausgeliehen und dann den Rest angeschafft und alles im Hardcover. Und dann habe ich mir den ersten Teil gewünscht zum Geburtstag und habe ihn als Taschenbuch bekommen. Und ich hasse das einfach, wenn eine ganze Reihe vorhanden ist und einfach alles in Hardcover, bis auf einen Teil und das sieht einfach nur schlecht aus. Deswegen habe ich mir den dann geholt, jetzt allerdings im gebrauchten Zustand, weil ich dafür jetzt nicht mehr die 18 Euro ausgeben wollte, die das Buch kostet. Und ich bin jetzt nicht so begeistert. Da hätte ich lieber die Feuerkämpferin in dem Zustand gehabt als City of Bones. Das hat hier so ein paar Ecken ab am Umschlag. Das ist auch ein bisschen gewellt, der Umschlag. Und das Lesezeichen ist auch ein bisschen ausgefranst. Man kann es lesen. Sieht auf jeden Fall schon mal schöner aus als ein Taschenbuch. Das war es auch schon von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!